Jo, da sind wir wieder bei Pokémon X Nuzlocke. Beim letzten Mal sind wir hier in das Kraftwerk gekommen. Haben alle durchgekloppt. So, neuer Tag, neue Aufnahme, neues Aufnahmeglück. Wie sieht unser Team eigentlich aus? Na gut, bis auf Hanni Quinn sind sogar alle durchgeheilt. Na gut, und Dominik auch nicht. Stimmt, wir haben Rockheimann. Ist schon wieder ein bisschen her. Weiß nicht wie lange, aber okay, schauen wir mal. Erlaub mir bitte, mich zunächst vorzustellen. Mein Name lautet Aliana und wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls ein Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf einen Sachverhalt, dessen Tiefgründigkeit sich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Leidwesen wurde ich mit der recht profanen Aufgabe vertraut, dich hier ungeschmitzt in den Bogen zu rammen. Ich hoffe, das kannst du nicht. Aliana. Ist ein Pokémon. Wieso undicht, Pokémon? Ich kann da nur Chris eins. Was? Ist gut. 38. Wobei, ich könnte auch Honey Queen einsetzen. Wenn ich sogar drüber nachdenke gegen Unlicht-Pokémon. Die Masse. Macht mich doch nur langsam. Zumindest hast du meinen Angriff nicht gesenkt. Flying Press. Angeberei. Au, au, au. Also wenn ich jetzt treffe, dann könnte das ziemlich wehtun. Wenn ich mich treffe, tut das auch sehr weh. Autsch. Honey Queen, erledige du das. Brüller. Och. Will ich das feuchtfröhliche rumwechseln jetzt? Nein. Das mit Sicherheit nicht. Ich erwarte gerade irgendwie so einen Biss oder Knirscher gleich. Grimasse. Na gut, das kannst du gerne machen. Sie ist eh so lahm. Ich hätte nicht erwartet, dass du auch irgendwie als Erster angreifen kannst. Und dann Geberei. Auch wenn ich sagen muss, dass das Moveset ein bisschen unnütz ist, wenn du die Gegner erstmal angebereist und danach wegbrüllst. Aber gut, es hat gepasst. Wir haben es geschafft. So. Level 34. Ist perfekt. Alles super. Du bist sehr stark. Ja, kein Zweifel, du bist sehr stark. Das hast du schon gesagt. 10.000, wow. Danke mit Amulett. Tja, wer hätte gedacht, dass so alle, was so alles in deiner recht banalen Hülle steckt? Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Ich hoffe nicht. Also leider wird's mal passieren, aber trotzdem. Nanu, du. Du hast es vor uns bisher geschafft und noch dazu diese rätselhaften Gestalt in die Flucht geschlagen? Gut, je mehr Leute Carlos beschützen, desto besser. Als kleines Dankeschön heile ich dein Pokémon-Team. Das hättest du auch vorher machen können. Du, der Pokémon-Team sind eine nahezu unschlagbare Kombination. Ich sollte das aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm bitte das hier an sich. Top-Genesungen. Okay. Dank dir dürfte der Stromausfall in Lumina City nun der Vergangenheit angehören und das Tor zur Route 13 ebenfalls wieder begehbar sein. Bevor wir die maskierten Helden uns noch auf den Weg machen, möchten wir dir noch ein vom Herzen kommendes Au revoir zu hauchen. Au revoir. Okay. Tschüss. Gut, ich sehe schon kommen, wer gleich aus dem Team fliegt. Wobei, wie sieht's mit der Erfahrung aus? Jetzt kein Kampf, 1500. 1100. Oh, Luni bleibt sogar drin. Aber Chris und, Düp. Honey Queen. Moment. Jetzt, wo wir die besiegt haben. Tafelwasser. Genau, für 100. Das sind ja quasi Supertränke. Wenn ich bedenke, wie viel kostet ein Supertrank? 700? Ja, 700, glaube ich, kostet ein Supertrank und ich kaufe hier quasi Supertränke für 100. Also das ist doch schon ein ziemlicher Unterschied. Also ich würde mich hier gerade gerne damit... Stimmt, ich hätte hier einfach zurücklaufen können und mir Tafelwasser kaufen können. Ich hätte gar nicht nach Tepera City zur Note zurücklaufen müssen. Das habe ich ja ganz vergessen.
Naja. Passt schon. So. Ich denke mal, das sollte jetzt erstmal ein paar Tafel Wasser reichen. Jetzt haben wir nochmal ein paar Heilungen mehr. Jetzt muss ich auch keinen neuen einkaufen. Ich habe quasi für den Preis jetzt eines Supertrankes, glaube ich, 7 Tafel Wasser gekauft. Klingt gut. Luni ist vorne, oder? Ja, für den Fall, dass wir gleich nochmal in irgendwelche wilden Pokémon reinlaufen und, ja. Flüchten müssen. Ich habe mich noch nie wirklich unser Fahrrad ausgepackt, ne? Wir können denn. Oh, hi. Ja, du bist groß. Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Okay. Was haben wir denn da noch? Moment. Bevor ich jetzt irgendwie gleich noch gegen alle. Okay, Chris, du darfst noch mal ein bisschen Zertrümmerer lernen. Oh, Rockermann könnte auch Zertrümmerer. Was hast du noch so im Angebot? Vielleicht ist Zertrümmerer gar nicht mal so doof bei dir. Folterknecht. Na komm, weg mit dem Folterknecht. So, Alter, Zertrümmerer. So. Was haben wir noch hier? Wahrscheinlich irgendein Item einfach nur, aber trotzdem. Wollen wir natürlich haben. So, gleich in Illumina dürfen wir, wie gesagt, ja. Wie ich habe ja schon am Anfang an gesagt, Illumina zählt als zwei Städte, sage ich mal, halt Nord- und Süd-Illumina. Einfach mal, weil man betritt ja quasi zu unterschiedlichen Zeiten ein Sonderbonbon. Deswegen, ja. So. Hi, Illumina. We are back. Wir müssen das Pokémon Center finden. Oder die nächste Katze. Lady Jessie. Hi. Puh, ich dachte, als ich dich da eben gesehen habe, bin ich gleich losgesprungen, um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört? Die Stromausfall in Illumina ist ja nicht behoben. Errat mal, an wem das liegt. Irgendwer hat diese finsteren Gestalten, die sich den Strom von Carlos Kraftwerk für sich abgezweigt hatten, das Handwerk gelegt. Frag mich, was das wohl für ein Tausendsasser gewesen sein muss. Ach ja, ich war das. Echt Wahnsinn! Du warst das also, Lady Jessie. Weißt du, was das Beste daran ist? Der Turm strahlt nun endlich wieder über der Stadt. Komm, das müssen wir zusammen ansehen. Komm, Lady Jessie, das ist immerhin das Wahrzeichen über Lilimunda City. Na los, wenn man hier geradeaus weitergeht, schaut man auf den Prismaturm. Der auch jetzt in, Smash ist. Okay, ich muss dahin. Der ist ja jetzt mittlerweile, da gab es einmal ein Bild davon bei, jetzt im neuen Smash, dass da gezeigt wurde und jetzt ist er halt auch bestätigt, dass der, ja, wirklich drin ist als neue Stage. Geheilt sind wir, das heißt, jetzt müssen wir mal schauen, das waren jetzt die drei, ne? Jens, Chris und Honey Queen. Du, 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 du. Oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Bricht. Du brauchst noch 1500. Ich kann auch so einfach direkt mal durchwechseln. Du brauchst 1100. Jo, okay. Die drei müssen wieder raus. Wie oft jetzt schon immer wieder raus musste. Und Honey Queen eigentlich auch. So, schauen wir uns mal kurz unser Kommalat an. Es kann Sandschleier, es ist Forsch und kann ein paar nette Attacken. So, aber für die Arena hier wollen wir ja Mifi mitnehmen. Luni kann eigentlich hier bleiben. Nehmen wir denn noch mit? Mili wahrscheinlich eher nicht. Titanica sowieso nicht. Ich glaube, Serie wird da leider auch nicht viel anrichten können. Also die beiden auf jeden Fall. Du oder du? Schwere Entscheidung. Er hält so ziemlich alles aus. Das ist unser Starter. Er könnte vielleicht bald entwickeln.
Wir nehmen unseren Starter mit, Corita. Das wird unser Arena-Team für diese Arena. Was bist du eigentlich für ein Typ hier? Team Plasma? Sehr schön. Ich verstehe, wir werden trotzdem ein bisschen einkaufen. Vor allem Bälle. Ich habe keine Bälle mehr. Nehmen wir 15 Stück. So, Supertränke haben wir noch 4 Stück. Ich nehme mal trotzdem noch ein paar mit. Ein paar Superschütze. Da haben wir noch genug. So, haben wir irgendwas Unnötiges, was wir verkaufen können. Keine Beleber da, die wir mal eben verkaufen könnten. Riesenperle. Ein Honig. Oh, brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich, denke ich mal. Damit kann man halt Massenbegegnungen direkt hervorrufen, aber das kann man auch mit, oh, wie ist die Attacke? Lockduft, genau. Mit Lockduft kann man das ja auch. Gut, auf zum Prismenturm. Prismaturm. Gutes Timing. Eigentlich gehen die Lichter gleich wieder an. Ah, da ist jetzt Citro, der Arena-Leiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden, das hier ist die Freundin, von der ich euch erzählt habe. Sag mal, bin ich immer noch nicht fertig? Ah, noch nicht ganz. Ich muss mal noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ah, Sienna, möchte ich deine Freundin hier etwa der Herausforderung der richtigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ich möchte euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt! Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen! Dies ist jener bahnbrechende Moment, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm-Lichtgenerator an! Sehe in der Nacht sicher viel cooler aus. Was eine Stromverschwendung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach noch hingerissen. Oh, wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr. Was, Lady Jessie? Ausgezeichnet. Wieder mal eine meiner Beifindungen auf ganzer Linie überzeugen. Der Prismaturm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, wie dem auch sei. Leider die Herausforderung lieber nicht so lange warten. Du Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Illumina City. Oh, diese Maschinen, die Citro da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es doch irgendwie schade drum wäre. Also dann, viel Erfolg in der Arena. Du schaffst das. Arena Nummer 4. Können wir kurz mal reingucken, aber noch nichts machen. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Einmal kurz, damit hier die Cutscene weg ist. Hi. Tschüss. Habe ich noch irgendeine interessante Bodenattacke? CM erstmal wieder nochmal. Ne, hier nicht gut. Natürlich ordnen. Hier wollte ich nochmal ordnen. So. Jetzt gehen wir mal von ganz oben durch. So. Wir haben den Schaufler, den könnte... Oh, den können sogar alle lernen. Ja, du hast deine Knochen, hat Smithy. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Was kann Kubik da nochmal alles für Attacken? Würde ich gerne so eigentlich sogar lassen. Ja, ich denke mal, das Team sollte eigentlich gut durchkommen. Ich hoffe es jedenfalls. Ah, das ist ein Krabbelt. Ich glaube, was steht da unten rum? So. Ich wollte das Pokémon Center in Nordillumina noch finden. Das sieht natürlich jetzt nicht als nochmal neue Stadt, wenn wir jetzt da nochmal ein Pokémon Center aufsuchen. Nein. Aber ich wollte zumindest das Pokémon Center hier auch mal irgendwo auf der Karte haben. Wo auch immer das hier nochmal war. Gab es in Nordillumina nicht auch noch ein Pokémon Center? Da vorne, das war es doch, oder? Ja, hier. Ja. Das Pokémon Center von Nordillumina. Direkt gegenüber vom
Ciao! Nee, doch. Egal. Route 14. Nee, da gehen wir noch nicht lang. Gehen wir jetzt aber zurück zur Arena. In der nächsten Folge gibt's da ein bisschen Arena-Action. Wieder mal. Ist ja ein paar Folgen her, dass wir letztes Mal Arena-Action hatten. Ja, die Arena kommen hier so teilweise echt sehr schnell hintereinander. Und vielleicht können wir dann die Folge danach so ein bisschen hier uns durch Lumina anschauen. Hier und da. Sollte ich vielleicht noch ein paar Paraheiler mitnehmen? Habe ich ein paar? Zwei. Ich hole mir noch ein paar Paraheiler. Ich habe so das Gefühl, ich werde sie wahrscheinlich brauchen. Ja. Wollen wir irgendwie so in Statik oder so mal öfters mal wahrscheinlich reinlaufen. Na komm, gib mir 8 Stück. Du kannst mir mit sonst nichts mehr dienen. Danke und tschüss. Da vorne steht natürlich der Flair-Typ rum. Den ignorieren wir einfach mal. Na, der hat nichts zu tun hier. So. Gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Beim nächsten Mal an die 5. Arena. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.